Muss ich die jetzt anschalten schon, gell? Was hab ich denn mit dem riesen Ding da? Ja. Vor allem fahre ich schneller als du. 13 km/h, 14. Platz 12. Trotz, dass du ein größerer Schlepper hast. Was tut unser Bauer? Jetzt fährt er da auf und ab. Jetzt habe ich links irgendwie eine Spur, die nicht so ganz passt. Ist ja egal. Ich habe auf Murk geachtet. Oder bist in einem Shot. Wird nichts. Geht's okay. Hier ist nichts egal. Alles ordentlich werden. So, überhaupt bei dreimal fahren hast du eine Spur lenkt mehr als weg, ey. Ist ja voll die Freiheit. Bist dann immer der Zeit voraus. Bin ich auch. Aber dafür bin ich schneller. Kann ich endlich mal Gas geben. Ich kann ja nicht in den Müll greifen. Klar, geht doch. Du sollst eigentlich auflassen auch? Heben also und senken. Ich tue immer schon hoch und runter. Okay. Was meinst du mit auflassen? Ja, heben und senken. Möchte ja immer heben, dann ausschalten. So wie sie halt gehört, ne? Ich habe ja keinen Ausschalten. Ja, okay, das ist klar. Ich schlepp ja dieses Ding nur durch die Erde. Nur. Ich weiß das nicht so ganz, weil ich glaube, ich deine Arbeit immer ein bisschen kaputt mache. Naja, aber nur jetzt. Jetzt dann für die nächste Runde nicht mehr. Das du hättest ruhig, du hättest ruhig gerade fahren können, ja. Sascha. Ja, keiner kümmert sich um dich. Alles so sozial. Ja. Hä, warum macht er nichts? Wenn er nicht gesenkt hat, der Idiot. Da will ich nichts runterlassen. Ja, da kann er 66%. Wo wir eigentlich schon mal dingen können. Sorry, wie ging das? Steuerung E, so du wirst hochgedingst in Gruppe 1. So, dann noch mein zweites Fahrzeug, du wirst hochgedingst in Gruppe 1. Dein Fahrzeug, du hast sie nicht mehr alle. Mach mal die Augen zu, dann weißt du, was deins ist. Aber echt. Außerdem stehst du mir ein bisschen im Weg da hinten. Das hat doch auch seinen Sinn. Damit du anhalten musst. Fahr gefälligst dein Rohr raus. Zeig mir dein Rohr, Junge. Ja, jetzt haben wir ein allgemeines Trägerproblem. Der nächste. Also ich glaube, Ed, wir sollten mit Safa noch mal eine kleine Fahrschule machen. Ach, durchaus, warum? Ja. Du wolltest abgetankt werden. Man kann nicht alles haben. Merkt ihr das? Es gibt Gummi, Junge. Kann nichts dafür, ich bin halt nur mal langsam. Warum braucht das Ding so lang? Weil es länger braucht. Mai. So. Und fahr mal. Na komm, was bleibst du überstehen, du? Damit ich mein Tabomat von 53 km/h reinkrachen kann. Der nichts bringt. Doch, wir fahren jetzt schon 15 berg runter. Ja, mit viel Heimweh.
Viel Heimweh. Ach Gott, immer diese Staus hier. Schlimmer als auf der Straße. Unsere Bauern immer. Das sind immer mit den billigen Arbeitskräften, hey. Ja, wir waren halt aus China, was willst du machen? Immer diese billigen Arbeitskräfte. Also in den ganzen Webportalen, wo ich gelesen habe, stand immer, Arbeitskräfte aus China seien gut. Ja, aber in dem Fall anscheinend nicht. Ne, vielleicht die aus China, aber die aus Deutschland nicht. Legt euch nie Arbeitskräfte aus Deutschland zu, die sind nicht gut. Du, das sind die, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Die billigen Arbeitskräfte in Deutschland, die zugereist sind. Du bist auch gleich zugereist, oder was? Nein. Doch, ich komme aus Sachsen, also bin ich zugereist. Das geht mal gar nicht. Ich sag's dir, Ed. Maschten. Also irgendwie ist das Ding doch schwerer, als ich gedacht habe. Ne? Ich hole dich. Yeah. Gut, aber nicht lange. Wenn du nichts geschissen kriegst, hast du gleich freie Bahn. So langsam habe ich glaube auch noch nie ein Feld gemacht, gell? Warum langsam? Ja, weil es so ewig dauert, immer warten, bis du mal weitermachst hier. Also es ist eher ein bisschen schnell, also. Wir haben jetzt in nicht mal einer Folge haben wir das komplette Feld geerntet. Nee, das sind schon zwei Folgen. Ja, sag ich ja, 22 Minuten. Ja, immerhin. Ja, aber ich meine, das ist eigentlich recht gut. Jo, es könnte schneller gehen. Was machst du jetzt mit deinem Rohr? Das braucht doch kein Mensch. Naja, ich will das mal gerne zeigen. So interessant ist das auch nicht. Macht nicht interessanter, als wie das nicht ist. Jetzt fahr doch bitte einfach mal. Naja, wenn du mir reinfährst, kann ich nicht fahren. Wenn du nicht wegfährst, kann ich nicht fahren. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, das streitet euch. So, jetzt kann ich endlich mal Gas geben hier. Tschüss, mein Junge, wir sehen uns. Cool. Wir sehen uns, Junge. Das ist absichtlich. Wir sehen uns in der Ziellinie. Ich nehme mir das linke Feld vor, bei euch da unten. Mach das. Muss eh alle machen, ist egal. Okay. Miep, miep. Fahr, Junge. Weg da. Wir sehen uns auf der Zielgeraden. Tschüss. Ich bin im Gegensatz zu dir. Achtung, dringend nachheizen. Was ist eigentlich unten diese grüne Prozentzahl da? Das weiß kein Mensch. Das habe ich auch noch nicht rausbekommen. Das ist von Drive Control irgendwas, gell? Ja, das müsste das sein. Keine Ahnung, Junge. Darf man das überhaupt machen? Während der Fahrt Fahrzeug zuklappen und so. Nein, normal nicht, aber. Das ist ja so eine Sache. Also du meinst, da geht's kaputt. Genauso wie ein Cabrio, soll man es auch nicht machen. Ja. Wann kriegen wir eigentlich deine Map zu sehen? Mistkäfer, oder? Du hast gesagt, du wirst eine Map bauen. Hä? Genau, so eine schöne große, so eine vierfache. Mit schönen Feldern.
Ja, du wolltest... bauen, das heißt designen. Ich kann doch nichts. Schau dich an. Kannst du mal die Standardmap umbauen? Was willst du? So schön mit Güterbahnhof zum Umladen der Baumstämme und zum Zug beladen von LKW. Ich tu gleich Zug. Das Feld hier abrohren. Oder von Zug auf LKW und dann zum Sägewerk zu bringen. Müssen wir mal uns ransetzen, da was machen. Was ja, du bist wenigstens schon erfahren, oder hast schon deine Mods? Jo, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ja, und ich? Du fährst nur jetzt rum. Ich hab mich noch nie wirklich damit... Ich hab mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber... Ich weiß nicht, was wir machen. Wir warten auf den Mörder. Ja, da kannst du schon eine Runde fahren. Ja, da passe ich aber nicht einmal drauf, dann müsste ich ja hier. Da würde ich ja die Wiese covern. Ja, dann. Fang doch ja, einfach aber Murdoch hat sich jetzt dazu entschlossen, drüben rückwärts zu fahren. Ja, jetzt wieder meine Reifen mit der Kettensäge. Ja. Mach mal hin. Da geht erstmal gar nichts voran. Da steige ich einfach aus. Da fährt er mal. So wie Greenlife, da steigst du aus und das Ding fährt weiter. Ja, du musst nur im Laufversteigen werden fahren, das ist halt das Problem. Können wir eigentlich hier auch irgendwie sagen, dass das Fahrzeug einblendet? Ja, normal macht das Drive Controller. Nee, mit einem anderen Mod wieder. Aber weißt du, wir haben in der letzten Aufnahmesession haben wir irgendwas geredet, dass wir irgendeinen Mod haben wollten. Wo ich gesagt habe, den werde ich mal schauen, ob man den kommentieren kann. Aber ich weiß nicht mehr was. Ich ahne nicht. Ich bin zu faul, die Videos nochmal anzuschauen. Wenn du wüsstest, welche Folge. Wenn ich schaue mir die wirklich manchmal an. Irgendwo, einer der letzten Folgen müsste das gewesen sein. Wenn du einmal so drin bist in der Folge, um anzuschauen, wie man es am besten nennt. Ja, aber ich schwitze dich dann nur kurz durch. Ach, manchmal bist du einmal drin. Wieso tut das jetzt eigentlich nicht mehr warm den Rand? Weil du nicht gescheit fährst. Genau, du eierst. Ja, bist besoffen. Heute gab's keinen Schnaps. Ist ja auch erst Montag. Ich gab's schon gestern, heute mal keinen. Ed, bei mir zeigt so, jetzt... Ich verstehe das nicht, das ist schön daran. Bei mir zeigt er unten jetzt 78,5% an von dem grünen Prozentzahlen. Ja, hab ich gerade auch. Haben wir eigentlich alle immer die gleiche vielleicht? Ne, ich hab 0,0. Ich jetzt auch wieder. 4,3. 2. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was der da anzeigt. Jetzt habe ich 53. Ich habe jetzt 74, wenn du jetzt nicht mehr bist. Jetzt habe ich auch 77. Ich habe 55, 56. Und jetzt zieht er nach oben. Oder ist das die Steigung und Neigung? Keine Ahnung. Ja, ich fahre ja jetzt bergab. Geht nicht. Oder ist ander. Feld. Ich glaube, ich muss das wirklich dann auch mal üben. Was? Kuba fahren. Ja. Was mache ich denn? Alter, was macht... Stresst mich. Ja, ja, gib Gummi und halt die Schnauze. Du wirst fürs Fahren bezahlt, nicht für Blödsinn machen. Ich werde erstmal für gar nichts bezahlt. Ich bin der Buchhalter. Ich bin der falsch rechnet. Ich bin der Praktikant, der im Endeffekt wieder alles macht. Ja, und alles falsch macht. Aber wegen dir haben wir ein Problem mit unserem Geld jetzt. Mir kann es ja auch egal sein. Ich habe hier keine Verantwortung. Tja. Du bist normal für unser Geldmanagement zuständig. Ich krieg aber selber kein Geld. Gut. Ja, warum wohl? Weil du alles falsch machst. Weil das alles versäuft.